Polen hat 1605 angegriffen, die Schweden unter Karl XII. Auch, Napoleon 1812 und die Deutschen während beider Weltkriege. Half a year ago the Nazi beast strode into the Soviet Union with all the assurance of an army that had never known defeat. To Moscow. Und die Angriffe kamen immer über das osteuropäische Tiefland. Dieses flache, schwierig zu verteidigende Gebiet hat einen engen Eingang in Polen, begrenzt im Norden von der Ostsee und im Süden von den Karpaten. Ist der Feind aber einmal durch dieses Nadelöhr gekommen, liegt flaches Land vor ihm bis hin zum Ural. Und innerhalb dieses Flachlandes liegt auch die Ukraine. Der Kreml will hier keinen Feind tolerieren. Und dieser Feind heißt USA in Form der NATO. Die NATO wird 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Ihr Zweck: Im Falle eines Angriffs auf einen der Mitgliedstaaten würden die anderen Bündnispartner militärisch zur Hilfe eilen. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Und die Angriffe befürchtet man vor allem von Seiten der Sowjetunion. Diese antwortet 1955 ihrerseits mit dem Warschauer Pakt. Die Sowjetunion, Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien schwören militärischen Beistand im Falle eines Angriffs. Das Resultat: ein Sicherheitsring um Moskau. Stunden nach dem Ausbruch eines Krieges wäre Deutschland als Hauptkampfzone nur noch strahlender Schutt gewesen. Viele der Länder des früheren Ostblocks. Am Anfang stand ein Versprechen. Im Gegenzug zur deutschen Einheit soll die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken. Eine klare Zusage des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher vor der Wiedervereinigung. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das geht übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das geht ganz generell. In der Ukraine, direkt an der Grenze, mitten im osteuropäischen Tiefland, das ist für Putin eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Создание таких угроз для нас и есть красная линия. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Vergessen Sie diese Marionette der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nein, der wirkliche Profi steht rechts davon. John McCain, ehemaliger US-Präsidentschaftskandidat. Hier im Dezember auf dem Maidan. McCain, was macht der da? Pommes? Der Mann arbeitet mit seiner Stiftung schon seit langem daran, den Ukrainern eine marktkonforme Demokratie schmackhaft zu machen. Ja, und dann müssen sie sich übergeben. Ja, an den Westen. Die Amerikaner haben insgesamt 5 Milliarden Dollar in den Umsturz in der Ukraine investiert. Ja, ja, sagt Putin. Nein, Victoria Nuland. Fuck you. Fuck the EU. Ja. Schauen Sie da, war sie im Dezember auf dem Maidan, die stellvertretende US-Außenministerin. Gucken Sie sich das an. Die Amerikaner als Brötchengeber der ukrainischen Revolution. Desto mehr scheint sich diese gegen Westen zu richten. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben tausende Sympathisanten der nationalistischen Gruppe Rechter Sektor gegen die Regierung demonstriert. Sie fordern unter anderem ein Misstrauensvotum gegen Präsident Poroschenko und kritisieren seine Untätigkeit im Konflikt im Osten des Landes. Dort hatte die Regierung Freiwilligenbataillone wie die des rechten Sektors für den Krieg gegen prorussische Rebellen ausgerüstet. Nun fordern die Nationalisten die Staatsmacht jedoch selbst heraus und kündigen auf dem Maidan ein neues Kapitel der ukrainischen Revolution an. Wir müssen unser Land beschützen. Wir wissen genau, dass es Menschen gibt, die hoffen, dass der rechte Sektor den Köder schluckt, den Putin und seine Truppen ausgeworfen haben. Aber das wird nicht passieren. Wir beweisen ihnen, dass wir eine disziplinierte revolutionäre Armee sind. Der rechte Sektor ist ein Sammelbecken ukrainischer Nationalisten und war 2014 eine der treibenden Kräfte der Maidan-Revolution. Ihr Anführer Dmitri Jarosch fordert eine Entrussifizierung der Ukraine. Kontrovers.
Wenn das Z für die Billigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steht, steht das Zeigen des ukrainischen Dreizacks, das Zeigen der ukrainischen Flagge oder das Zeigen einer Taube auf blau-gelbem Grund dann auch für das Billigen des ukrainischen Völkermordes seit 2014 im Donbass? Die Regierung will das verlorene Territorium um jeden Preis wieder zurückerobern. In noch nicht einmal einem Jahr hat dieser Bürgerkrieg fast 5000 Tote gefordert. Я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Чи не ми? Als diese westukrainischen Patrioten auf die Krim kamen, hatten sie folgenden Slogan. Die Krim wird ukrainisch sein oder entvölkert werden. Dass Deutschland in dieser Rolle spätestens im Falle eines direkten Krieges mit Russland zur Zielscheibe werden würde, ist den Verantwortlichen im Wendlerblock dabei völlig bewusst. Beendet wurde der Corona-Einsatz dann schließlich im März 2022 mit dem Argument, dass die SoldatsternchenInnen im Angesicht des Ukraine-Krieges ihre kostbare Zeit dafür bräuchten, sich kampfbereit zu halten. Die Führungs- und Kommandostrukturen und die Zuordnung der Truppenteile sollen klarer und effizienter werden, um die Bundeswehr schnell und flexibel in Einsätze schicken zu können, von der Katastrophenhilfe im Inland über Auslandseinsätze in aller Welt bis zu einem möglichen direkten Kriegseinsatz gegen Russland. Verdacht auf Billigung eines Angriffskrieges?